Victorinox Workchamp. Was dieses Multitool kann, schauen wir uns an. Hallo und willkommen, das ist der René Ross vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Victorinox Workchamp, und das ist ein Taschenmesser mit einem 2-Hand-Öffnen-Mechanismus. Also ich glaube, dass der auch in Deutschland zugelassen ist, mit einer arretierten Klinge. Und die Klinge, ja, die ist auf jeden Fall brauchbar. Man schaut, das Teil ist relativ groß, also kann man auch wirklich brauchen. Und ich stelle mir ganz einfach die Frage, hat dieses Multitool etwas drauf und ist das überhaupt sinnvoll? Ob es sinnvoll ist oder nicht, das muss natürlich du entscheiden. Aber was ich gleich einmal dazu sagen kann, vom Aufbau her und von der Struktur her sehr, sehr wertig. Was gibt es noch an Funktionen? Es gibt einmal diese Zange. Die Zange ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Multitool, auch von Victorinox, oder ich habe jetzt hier Leatherman Wave dabei. Ja, klar, also wenn man den jetzt im direkten Vergleich nimmt, ist natürlich diese Zange hier Mini-Fips. Nur kommt halt darauf an, was ich tue. Meistens verwende ich die Zange, um zum Beispiel im Lagerfeuer Töpfe, Deckel runterzunehmen oder irgendwas rauszunehmen. Ja, da ist das auf jeden Fall ausreichend. Oder mir ist zum Beispiel mal bei einem Schuh eine Hake, das Schnurband, also das Schuhband reingibt, total verbogen. Ich konnte das Schuhband nicht mehr reingeben, rauf und mit der Zange aufmachen. Auch da wird so ein kleines Teil ganz einfach reichen. Wo es dann schon ein bisschen enger wird, wo man jetzt sagt, okay, ich brauche doch eine größere Zange, oder es ist praktisch, eine größere Zange zu haben, so ist es richtig gesagt. Das liegt zum Beispiel daran, wir haben Heringe eingeschlagen, und die wollte ich wieder rausziehen, und die haben aber geschnitzt. Das war nichts mit einem Haken, wo man einfach rausziehen kann, sondern die hat man rausbohren müssen sozusagen. Und da ist so eine Zange auf jeden Fall praktisch, weil sie einfach größer ist. Ja, nichts im Leben hat nur Vorteile und nur Nachteile. Ja, alles hat zwei Seiten. Das ist ganz einfach so. Man muss nur genau hinschauen. Aber die Zange ist auf jeden Fall für Kleinigkeiten absolut ausreichend. Was dabei ist, ist jetzt zum Beispiel hier diese von Victorinox bekannte Säge. Sehr aggressiv, da tut sich wirklich was mit einem scharfen Klingenrücken zur Feuerstahlbedienung. Überhaupt kein Thema. Was hier auch der Fall ist, und das muss man gleich einmal dazu sagen, es ist hier eine Feile dabei. Ja, das heißt, du hast einmal hier eine Sägefunktionalität, die sehr aggressiv ist. Dann hast du hier eine feine Feile. Komm, liebe Kamera, ein bisschen scharf schalten. Dankeschön. Und dann noch einmal eine grobere dazu. Und das ist jetzt die Frage, und viele sagen, naja, das habe ich bei zum Beispiel diesen Leatherman hier auch. Aber ich muss schon eines sagen, obwohl ich Leatherman sehr, sehr gerne habe, überhaupt keine Frage, muss ich sagen, dass von der Qualität und von der Ausführung her, von der Wertigkeit her, die von Victorinox die Nase vorn hat. Eindeutig. Ich gebe da unten den Link zu beiden Produkten jetzt einfach zum Vergleich. Ja. Und da muss ich sagen, dass dieser Workchamp im Vergleich zum Leatherman Wave günstiger ist. Nämlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Also wirklich top, gut gemacht. Muss ich sagen, können die von Leatherman von der Qualität her nicht mit. Ja, ist ganz einfach so. So sehe ich das zumindest. Wenn du das anders siehst, bitte schreib mir einen Kommentar. Dann die Schere, sehr, sehr brauchbar. Auch so gemacht, dass sie sich automatisch wieder öffnet, so wie es sein soll. Dann da natürlich ein Dosenöffner und ein Flaschenöffner mit jeweils einem kleinen Schlitz oder einem großen Schlitz dabei. So wie wir das ganz einfach kennen und können und wie es ganz einfach sein soll. Was ich noch vergessen habe, ist hier hinten, da bei der Zange ist auch ein Kreuzschraubenzieher dabei, das ist auch ganz nett. Und wahrscheinlich habe ich noch die eine oder andere Funktionalität jetzt vergessen, die noch interessant ist. Flaschenöffner, dann da so ein kleiner Mini-Schraubenzieher, auch sehr, sehr praktisch für Kleinigkeiten, wenn man Sonnenbrille nachziehen will oder bei einer Uhr oder ein Gehäuse aufmachen von einem elektronischen Gerät, durchaus praktisch. Und natürlich auch wiederum diese Aale und die wirklich schön angeschliffen ist, schön, schön scharf ist. Also das Ding macht, ist nicht einfach nur drauf, damit man marketingmäßig sagen kann, ich habe sowas drauf in meinem Tool, komm, kauf mich, sondern das ist wirklich brauchbar gemacht, und das liebe ich einfach an Victorinox, ja, ist ganz einfach so. Und meine geliebte Pinzette, die ist da auch drinnen. Was ich damit meine, ich gebe da einen Link auf ein Zeckenvideo von mir, da beschreibe ich, warum ich Pinzetten so gern mag, und einen Zahnstocher. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte es einfach einmal vorstellen, von der Idee her. Wenn ich die zwei jetzt vergleiche, wenn ich den Wave jetzt vergleiche, als Beispiel den Wave, ja, mit diesem Victorinox, und ich die Wahl habe, eins von den beiden mitzunehmen, ist das natürlich schwer.
Aber ich muss sagen, dass von der Ausführung her das Victorinox Workchamp einfach besser ist, wirklich, verarbeitungstechnisch, als dieser Wave hier. Ja? Das, und noch einmal, ja, ich habe diesen Wave schon sehr, sehr lange und ich bin sicherlich keiner, der Leatherman-Bashing macht. Ganz im Gegenteil, ich mag die gern. Aber von der Ausführung her ist Victorinox meiner Meinung nach einfach besser. Das heißt, wenn du vor der Frage stehst, die Qual der Wahl hast, was nehme ich sowas hier oder sowas, kann ich da nicht beantworten. Trotz alledem, die haben die Nase vorn, was die Qualität betrifft. Aber es könnte sein, dass du eine große Zange wirklich brauchst. Und dann, ja, dann ist natürlich das sowieso das Mittel der Wahl. Das war's. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Schreib mal ganz einfach unten, wie du das siehst, wie du über die Sache denkst. Das wäre sehr, sehr nett. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und Link zu beiden Produkten findest du unten. Schau es dir an, Preis-Leistungs-Verhältnis her. Das Ding halt wirklich top, aber ja, musst du ohnehin selbst wissen. Aber wenn es das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen, unten der Link zu den Produkten. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.